Herzlich willkommen zum Learning Nugget über den Elias Masterkurs. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Masterkurs kopieren können, verschiedene Einstellungen darin vornehmen können, Objekte organisieren sowie die Startseite einstellen können. Wir beginnen mit dem Kopiervorgang. Dazu navigieren wir über die Magazin-Einstiegsseite, die Kategorie Dozenten, auf das Dozenten-Startpaket und greifen hier in der Kategorie Elias auf unseren Masterkurs zu. Ob Sie die Berechtigung haben, diesen Kurs zu kopieren oder überhaupt ein Objekt in Elias, sehen Sie immer, wenn Sie das Dreieck neben dem Objekt öffnen. In dem darauf erscheinenden Menü gibt es hier die Möglichkeit Kopieren. Klicken wir diese an, möchte Elias von Ihnen wissen, in welchem Bereich der Masterkurs kopiert werden soll. Wählen Sie hier Ihren Dozentenbereich aus. Wir nehmen den Dummy-Test-Dozenten, klicken auf Weiter und können nun selektieren, ob wir tatsächlich alle Inhalte des Masterkurses kopiert haben wollen oder bestimmte Bereiche auslassen wollen. Wir behalten alles bei, sagen Kopieren und sehen nun über den grünen Balken den Fortschritt des Kopiervorgangs. Wir werden nicht weitergeleitet und navigieren also selber zurück zu unserem Dummy-Dozenten, um den kopierten Kurs einsehen und bearbeiten zu können. Den kopierten Masterkurs finden wir nun im Dummy-Dozentenbereich. Öffnen wir nun das kleine Dreieck, sehen wir im Menü, was erscheint, dass wir deutlich mehr Optionen haben, diesen Kurs zu bearbeiten. Wir können verschiedene Einstellungen regeln, wir können die Verfügbarkeit bestimmen, wir können ihn löschen, verschieben, kopieren und, was Elias automatisch macht, ihn auf den Schreibtisch legen, wieder rückgängig machen. Wir wählen die Option Einstellungen und haben hier die Möglichkeit, den Titel entsprechend anzupassen. Wir empfehlen Ihnen eine eindeutige Bezeichnung, wie beispielsweise BWL Modul 1.2. Unter der Titeleingabe können Sie noch einige Informationen zum Kurs dazufügen. Sie können die Verfügbarkeit einstellen. Im aktuellen Kontext ist das Objekt immer offline. Nur wenn Sie es auf online stellen, ist es für andere Nutzer sichtbar. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, den Zutritt zu organisieren, die Darstellung zu verändern und auch noch zusätzliche Funktionen einzustellen. Wenn Sie speichern, bleiben Sie unter dem Reiter Einstellungen und können über die obere Leiste weiter navigieren. Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, dass Sie Benutzer ganz einfach hinzufügen können, indem Sie entsprechend die Anfangsbuchstaben oder Buchstaben eingeben, die Auswahl treffen und durch die Betätigung des Buttons hinzufügen, die Teilnehmer entsprechend in Ihren Kurs einladen können. Wir gehen über Inhalt wieder zurück in unseren BWL Modul 1.2 Kurs. Hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Objekte hinzufügen und auch entfernen können. Beginnen wir mit dem Entfernen. In meinem Beispiel finden keine virtuellen Präsenzveranstaltungen statt. Durch das Klicken des Dreiecks und der Auswahl des Menüpunktes Löschen sowie der Bestätigung entfernen Sie Objekte. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die Startseite individuell zu gestalten. In meinem Beispiel bräuchten wir den Hinweis auf die nächste virtuelle Präsenzveranstaltung nicht mehr. Wir klicken auf Seite Gestalten, dann auf Text, können ihn hier bearbeiten oder wie in diesem Beispiel löschen und können diese Seite durch die Auswahl des Plusses mit verschiedenen weiteren Objekten befüllen. Zurück gelangen wir wieder auf unsere Startseite. Diese können wir auch in ihrer Sortierung der Objekte entsprechend anpassen und verändern. Empfehlung ist, ein Forum immer ganz oben auf die Seite zu schieben. Daher gewichten wir es mit 10, die Ordner mit 20 und sehen nach der Speicherung, dass das Forum nun nach oben gerutscht ist und die Ordner sich darunter befinden. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie in Ihren Ordner Objekte einfügen können. Wir wählen für das Beispiel den Ordner Selbststudium, die Option Neues Objekt hinzufügen und kriegen hier angezeigt eine Reihe von Möglichkeiten und entscheiden uns für eine Datei. Es öffnet sich ein Fenster, in dem wir per Drag and Drop oder durch Zugriff auf unser Laufwerk eine entsprechende Dateienauswahl treffen können. Nach dem Upload fügt Elias die Datei im Ordner Selbststudium ein. Wie vorhin gezeigt, können Sie auch in diesen Ordnern entsprechend eine Sortierung der Objekte vornehmen und die Seite individuell gestalten. Wir sind nun am Ende des Learning Nuggets über unseren Elias Masterkurs, wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.